Es ist ein Juwel in Pankow, das Schloss Schönhausen. Ein Ort, der nicht nur viel Romantik bietet, sondern auch spannende Geschichte. 1664 ließ Gräfin Sophie Theodore zu Donau-Schlobitten es erbauen. Im frühen 18. Jahrhundert verliebte sich dann Elisabeth Christine, die Frau vom alten Fritz, in das Schloss. Und auch wenn zwischen den beiden nicht gerade ein inniges Verhältnis bestand, zögerte Friedrich der Große nicht lange und schenkte seiner Gattin das Anwesen. Nach dem Ende der Monarchie in Preußen und dem Deutschen Reich ging das Schloss Schönhausen dann in den Besitz des preußischen Staates über. Zur Zeit des Nationalsozialismus diente Schönhausen unter anderem auch für die Einlagerung von sogenannter entarteter Kunst durch die Reichskunstkammer. Werke von Künstlern wie Ernst Barlach, Vincent van Gogh oder Franz Marc stapelten sich in den Räumen. Mit Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 wurde das Schloss von der Sowjetunion an die DDR übergeben und diente Wilhelm Pieck bis 1960 als Amtssitz des Präsidenten der DDR. Zu diesem Zweck kam es wiederum zu Umbauten im Schloss, vor allem aber wurde der innere Schlossgarten durch eine Mauer vom äußeren Park getrennt. Im Widerspruch zu der hermetischen Abriegelung des Geländes von der Stadt wurde der innere Schlossgarten als heiterer, offen wirkender Garten im typischen Stil der 50er Jahre gestaltet. Und diese Stimmung soll nun wiederkehren. Dafür kamen heute die Bollhagen-Vasen zurück. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Wir sind heute hier in Schloss Schönhausen eingeladen worden, weil hier ganz besondere Vasen heute präsentiert werden für den Schlossgarten. Und bei mir steht jetzt Monika Deißler, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Frau Deißler, die Bollhagen-Vasen sind zurück. Erzählen Sie uns doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, die Bollhagen-Vasen waren ursprünglich ein wichtiger Bestandteil des 50er-Jahre-Gartens. Und wir sind sehr dankbar, dass sie jetzt nach langem Ringen tatsächlich wieder zurückgekommen sind. Was heißt das nach langem Ringen? Was ist denn da passiert? Also wie kompliziert war das denn? Die HB-Werkstätten für Keramik in Marwitz haben die Produktion schon sehr lange aufgegeben. Und aus diesem Grunde waren sie natürlich auch nicht mehr käuflich zu erwerben. Selbst erhalten haben sie sich hier nicht, weil sich der Geschmack geändert hat in den 60er, 70er Jahren. Und die Vasen ausgetauscht wurden gegen etwas barockisierende, wie wir fanden, nicht besonders passende Vasen. Dadurch, dass sie eben nicht mehr käuflich zu erwerben waren in Marwitz, haben wir lange gesucht und dann auch nach langem Ringen tatsächlich einen neuen Geschäftsführer getroffen, der es mit uns wagte, nochmal die Vasen zu produzieren. Und die sind richtig handgemacht? Im weitesten Sinne ja. Das heißt also, es sind nicht handgedrehte Vasen, sondern sie werden in Formen geschlagen. Das muss man sich vorstellen. Das sind große Gipsformen, wo Stücke von Ton hineingedrückt werden und auch ganz fest geschlagen werden. Das muss dann in längeren Prozess getrocknen. Die werden gestürzt. Dann wird nochmal viel Zeit ins Land gehen, bis sie dann tatsächlich gebrannt werden können. Auch der Brennprozess ist relativ langwierig. Also das war auch für die HB-Werkstätten also auf jeden Fall ein Wagnis, denn sie hatten natürlich am Anfang große Verluste, bis tatsächlich auch dann die Mischung stand und auch das Prozedere stand. Sie sprechen jetzt schon gerade die Mischung an. Die ist natürlich gerade spannend, wenn es kalt wird in Berlin, wenn der Frost kommt. Das kennt jeder, der zu Hause so eine Terrakotta-Vase hat. Wie ist es denn bei denen? Halten die den Frost durch? Wir haben Garantien. Die HB-Werkstätten für Keramik hat uns auf jeden Fall garantiert, dass sie Vasen frosthart sind. Das liegt natürlich auch an der besonderen Mischung des Materials. Es ist jetzt natürlich nicht nur Terrakotta, sondern es gibt auch bestimmte Binderanteile. Und ist es so, dass Sie für das Projekt Sponsoren brauchten? Ja, in diesem Fall sind wir sehr dankbar, dass die Cornelis-Stiftung uns da sehr unter die Arme geholfen hat. Also die haben sowohl den Ringtisch mit den Stühlen als auch die Terrakotten bezahlt. Mhm. Nun haben Sie gesagt, das sind 50er Jahre, die 50er Jahre Vasen sind auch die 50er Jahre, ist das die Zeit, die für Sie entscheidend ist, was die Gestaltung dieses Gartens angeht? Denn der hat ja viele Epochen erlebt. Ja, viele Epochen, wie Sie sagen. Die letzte ist natürlich eine einschneidende, weil eben eine Mauer gebaut worden ist. Der ursprünglich barocke Garten wurde geteilt in einen sehr kleinen und einen relativ großen Teil. Die Entscheidung und die Entscheidungsfindung war nicht einfach, wie man sich vorstellen kann. Aber ein Garten in der Qualität aus den 50er Jahren ist so gut wie nicht erhalten in Berlin. Und wir fanden es wichtig, auch diesen Aspekt hier sehr deutlich zu zeigen und auch zu erhalten.
Was ist denn das Typische eines 50er-Jahre-Gartens? Also was für Elemente findet man hier? Also wichtig ist, dass viele Bereiche ineinander übergehen. Das heißt immer nur ganz kleine Stufen. Also sie keine großen Ebenenverschiebungen, sondern tatsächlich immer nur kleine Ebenenverschiebungen. Das sieht man auch in den Pflanzanlagen. Das spiegelt sich in viele Bereiche wieder. Und dann gibt es eben herausragende Dinge, die tatsächlich nach oben streben. Also die Brunnen, die Wasserspiele, die natürlich dann ganz enorm nach oben kommen. Und natürlich dann auch die Vasen, die natürlich dann wie so Zeiger stehen und sagen, hallo, hier bin ich. Sie haben den Brunnen angesprochen, da war wohl auch früher ein wesentlich höherer Strahl als jetzt, oder? Ja, Wilhelm Pieck wollte sehr gerne einen 6 Meter hohen Strahl, ist natürlich etwas zu hoch für diesen doch kleinen Brunnen und war natürlich auch so, dass es nach links und nach rechts wegspritzte, aber er hat seinen 6 Meter bekommen, auf jeden Fall. Das ist auch beurkundet und also wir konnten nachlesen. Der Brunnen war auch sehr schön angestrahlt. Also man konnte nachts ihn beleuchten von innen in mehreren Farben, was natürlich spektakulär war zu der Zeit. Die Vasen sind jetzt da. Heißt das, das war's? Der Garten ist jetzt komplett oder gibt es noch viele Baustellen für Sie? Oh ja, für mich gibt es viele Baustellen, ja. Ich jammere natürlich auf hohem Niveau, aber es ist natürlich so, das Seerosenbecken, das liegt uns sehr im Magen. Das ist verfüllt worden in Nachwendezeiten und wir würden das natürlich sehr gerne wieder mit Wasser füllen. Wie Sie auch sehen, der Brunnen ist natürlich jetzt nicht mehr mit dem Strahlenbild und auch die Umrandung wurde erhöht. Auch das ist etwas, was wir gerne zurücknehmen würden. Dann fehlen auch Skulpturen im Garten selbst und es fehlen auch noch Möbel. Das heißt, da sind Sie noch dabei. Sie haben es gerade angesprochen bei dem Seerosenteich, dass der verfüllt worden ist. Warum wurde denn sowas gemacht? Genau wussten wir es nicht. Also bei der Eröffnung 1990 des Gartens war auf jeden Fall das Wasser noch drin. Also wir vermuten nur, dass es sein kann, dass auf Unfallgefahr oder auf irgendwelche Verpflichtungen gesagt worden ist. Also das ist uns zu gefährlich. Wir können nicht gewährleisten, dass da ständig Wasser drin ist. Und wenn das Becken tatsächlich leer ist, ist es ja auch wirklich eine Unfallgefahr. Denn es ist ja doch ein Höhenunterschied zwischen 1,20 Meter und 70 Zentimeter. Das heißt, wenn ein Kind natürlich läuft und tatsächlich rein viele, wäre natürlich auch eine Verletzungsgefahr gegeben. Da gab es natürlich viele Ideen, es dann mit dem Netz zu überspannen, bis sich das geklärt hat und so. Aber das ist natürlich nicht das, was ich möchte. Ich möchte natürlich da einen Wasserspiegel haben. Ich möchte die originale Skulptur dort wieder stehen haben. Ich möchte die original Charun-Leuchten dort wieder stehen haben. Und ich möchte auch natürlich die original Lingner-Bank dort wieder haben. Wobei wahrscheinlich die Charun-Leuchten älter sind als 50er Jahre, oder? Nein, er hat sie wohl tatsächlich, also so wurde mir von Professor Mattes berichtet, er hat sie tatsächlich für den Garten hier entworfen. Okay, aber die wurden dann abgehängt relativ schnell in der DDR-Zeit? Nein, die standen, also sehr lange ist es nicht befundet, wann die tatsächlich weggenommen worden sind. Also wahrscheinlich im Zuge der Weltjugendfestspiele 1973, glaube ich, wo der ganze Garten nochmal komplett überarbeitet worden ist und sehr viel Beleuchtung in den Garten reinkam, weil er natürlich auch Veranstaltungsort war für viele Abendveranstaltungen und es musste natürlich beleuchtbar sein. Und ich nehme an, dass im Zuge dessen die Leuchten weggenommen worden sind. Die wurden dann also in ganz vielen Bereichen des Gartens dann ersetzt. Bedeutet der Fokus auf die 50er Jahre, dass wir von den anderen Zeiten, zum Beispiel aus der Barockzeit oder so, überhaupt gar nichts mehr finden in diesem Garten? Können wir hier nicht mehr auf Spurensuche sehen, weil sie sich alleine auf diese Zeit kaprizieren? Wir haben natürlich die Spuren des Barocks, die werden wir auch nicht löschen, auf keinen Fall. Wir haben natürlich den Baumbestand, wir haben die groben Strukturen, Sie sehen die beiden Parallelen, also wenn man mit wachem Auge durch den Garten geht, sieht man, dass sich natürlich Teile aus dem Barock auch in den Landschaftsgarten erhalten haben. Also Lené hat auch keinesfalls alle Barockelemente entfernt, sondern er hat sie verwendet, er hat teilweise Alleen aufgelichtet und hat sie aber mit einbezogen in seine Konzeption. Und so hat es Lingner natürlich auch getan. Das heißt, er kam und hat gesehen, welchen Bestand habe ich, was kann ich erhalten und hat das natürlich mit reingenommen. Aber es bezieht sich tatsächlich hauptsächlich auf die Vegetation. Vielen Dank für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Das ist schon durchaus spannend. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass hier noch mehr passiert, dass Ihre Wunschliste quasi langsam abgearbeitet wird. Und liebe Zuschauer, wir gehen jetzt auf Spurensuche im Schloss und nehmen Sie mit.